Herzlich willkommen bei 99 Damage. Mein Name ist Sorka und an meiner Seite gerade der frisch gebackene Finalist jetzt, Saiken. Lief eigentlich ganz gut das Finale, oder? Ja, moin erstmal und danke dir. Es lief eigentlich ganz gut für uns. Auf Cash sind wir leider nicht so gut reingekommen, aber Sieg ist Sieg. Man freut sich natürlich. Auch das erste Match war schon sehr knapp auf Mirage mit 16-14 gerade so noch gewonnen. Wie war da so ein bisschen das Matchup? Auf Mirage sind wir auch sehr schlecht reingekommen, haben spät erst angefangen, T-Runden zu holen und haben dann erst ein Comeback gestartet. Ich denke, es lag einfach so ein bisschen an der Stimmung. Wir haben auch lange nicht mehr miteinander gespielt und da war einfach ein bisschen die Routine raus. So. Die Kommunikation war auch nicht so gut. Und die kam erst so später rein und als TT war halt die Routine wieder da. Auf Cash hattet ihr mit 16-9 verloren, ist ja eigentlich auch eine eurer besseren Maps. Woran lag es da, dass es dann doch schief gegangen ist? Genau, Cash ist normalerweise wahrscheinlich auch unsere beste Map in der Vergangenheit gewesen. Wir haben uns als TT wahrscheinlich erstmal schwer getan, so mit der A-Main-Kontrolle. Da haben sie beim Anfang gut Druck aufgebaut. Und sie lagen, glaube ich, auch 8-0 vorne beim Anfang, bis wir halt die Doppel-AWP ausgepackt haben, noch ein 8-7 rausholen konnten. Auf der T-Seite war einfach nur die Routine einfach überhaupt nicht da. Man hat halt gemerkt, dass wir nicht mehr so wirklich miteinander gespielt haben in letzter Zeit. Und die Kommunikation war nicht gut. Und ja, die Seite war einfach super schlecht. Okay, dann auf der letzten Map hat es einfach noch sehr gut geklappt, sehr komfortabel eigentlich gewonnen. Am Ende vielleicht noch ein paar Runden liegen gelassen, aber dann lief es sehr gut. Jetzt müsst ihr gegen Berserk ran. Erstmal hast du erwartet, dass es Berserk im Finale wird? Eigentlich nicht. Ich habe zwar den Jungs den Sieg gegönnt gegen Unicorns of Love, aber laut den Ergebnissen online hätte man mit Unicorns of Love auf jeden Fall gerechnet. Und ich freue mich auf das Spiel. Auf wen muss man da vielleicht besonders achten oder was macht Berserk vielleicht auch ein bisschen gefährlich? Berserk macht ihre Unberechenbarkeit aus. Vor allem Tahzin und Mali sind sehr starke Aimer, die immer mit Überraschungsmove einen überraschen können. Und ja. Okay, dann vielen Dank, dass du dir noch die Zeit genommen hast jetzt vor dem Finale und viel Erfolg. Gerne, gerne. Und an euch natürlich nochmal vielen Dank fürs Zuschauen.